Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Andi. Wir spielen den Bus-Simulator, die Konsolen-Variante. Und da gibt es ein paar versteckte Items zu suchen und zu finden. die sind auf beiden Konsolen, also sowohl Xbox als auch PS4, gleich. Bei dem einen sind es die Erfolge, beim anderen die Trophies. Und ich zeige euch heute mal in diesem Video, wo ihr diese Dinge alle findet. Wir schauen uns das an. Ich habe selbst hier die Sachen noch nicht freigeschalten. Ich hoffe, es funktioniert. Und ja, dann gehen wir mal den ersten Punkt an. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon zurück hier auf der Map. Das erste Collectible soll hier in diesem Wald versteckt sein. Außerdem soll es hier noch ein Easter Egg geben. Ich habe alles soweit noch nicht besucht oder gefunden, keine Ahnung. Ich starte jetzt einfach hier. Ich habe eine kleine Strecke erstellt, so nahe gelegen wie möglich. Fahre also hier jetzt los. Man muss hier mindestens 4 Haltestellen miteinander verbinden, um eine Strecke zu erstellen. Das haben wir hier getan. Die speichern wir jetzt hier ab und dann steigen wir hier ein. Tag, alles an soweit. Jawohl, Schnellstart auch. Bam. So, jetzt müssen wir hier eigentlich an der ersten Haltestelle rauskommen. Ganz genau. So, euch lasse ich jetzt hier mal zurück. Winke, winke. Und hier vorne ist also jetzt die Stelle, wo wir reinlaufen müssen. Da fahren wir jetzt hier einfach mal so rüber und halten hier an. So. Und dann laufen wir hier hoch. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir jetzt da rein müssen in den Wald. Aber das gucken wir uns jetzt hier mal an. Dup, di, dup, di, dup. Ich bin allgemein in dem Spiel überhaupt noch nicht rumgelaufen. Also, ich habe halt die Strecken abgefahren, die abzufahren waren. Oh, schön hier, ne? Alter, was ist das denn? Okay. Das ist scheinbar das Easter Egg. Hallo? Tut der mir was? Oder will der nur spielen? Was ist das für ein Monster-Ding? Okay. Da kannst du nichts weitermachen. Den kannst du nur bestaunen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Weil das kann es jetzt eigentlich ja noch nicht gewesen sein. Erfolg ist auch keiner aufgeploppt. Also wir gehen an diesem Monster vorbei. Ah, da vorne sehe ich was. Da sehe ich was. Okay, das muss es sein. Ah, das ist das Emblem quasi aus dem Spiel. 18. Bus Simulator 18. Okay, haben wir. Hallo? Yeah. Okay. Hier an dieser Kreuzung liegt also dann dieses Teil, nicht zu übersehen. Schnappt's euch und habt den ersten Erfolg bzw. die erste Trophy. So, wir gucken nach der zweiten. So, dann sind wir auch schon zurück. Für das zweite Collectible erstellen wir eine neue Strecke. Und zwar müssen wir hier in Lido starten. Da machen wir einfach wieder eine Strecke hier mit 4 Haltestellen. Fahren in... Oh, ist das manchmal langsam hier. Fahren dann hier in Lido los. Lido los. Und zwar lassen wir alles wieder so eingestellt wie eben. Und steigen hier eigentlich direkt aus dem Bus auf. Ne, warte mal, wir fahren schon. Ist egal. Wir können auch hier schon raus. Machen aber vorher die Tür mal auf. Denn das macht Sinn. So. Wir gehen hier raus. Das ist die Haltestelle Lido jetzt hier vor uns. Und wir gehen hier links so diesen Hang ein bisschen runter. Lalalala. Und müssen jetzt da vorne irgendwie ans Wasser kommen. So, guten Tag. Da vorne müssen wir unter dieser Brücke durch. Wer möchte, kann vorher noch eine Runde Tennis spielen. Ich kann leider nicht schneller laufen. Ich bin Busfahrer. An den Kabinen vorbei. Und da hört man es doch schon rauschen.
Oder ist das der Wind in den Blättern? Das kann auch sein. So, hier um die Hausecke herum. Einmal quer so durch. Und hier unten seht ihr es schon. Wir haben wieder die 18. Und das ist das zweite Collectible. Da freut sich sogar der Zug. So, bitteschön. Yeah, baby. Seltener Erfolg. Sieg walten, Lido. Alles klar. Wir sehen uns gleich zum dritten. So, Collectible Nummer 3 steht an. Und dieses findet ihr, indem ihr hier am Forschungslabor euren ersten Marker setzt, um da auszusteigen. Dann platzieren wir hier mal wieder die restlichen drei, speichern ab und steigen ein. Ein nationaler Feiertag. Okay, alles klar. So, pass auf, dann fahren wir noch ein Stück vor, weil es einfach ein bisschen schneller geht. Und wir müssen hier rechts, dort wo dieser Zaun geöffnet ist, müssen wir durch. So, und dann laufen wir hier mal hoch. Ihr haltet euch links am Zaun entlang. Und der eine oder andere sieht es vielleicht da vorne schon. Seht ihr den nächsten Button? Da ist der Weg jetzt etwas kürzer bis zu diesem Collectible. Sammelt es ein. Und siehe da. Yeah. Okay. Alles klar. Haben wir das auch. Auf zum nächsten. So, mein letztes Collectible war meine Nummer 3. Im Spiel bereits die Nummer 4. Lasst euch dadurch nicht beirren. Wir gehen jetzt zum vierten Collectible. Und zwar findet ihr das hier in diesem Bereich. Dazu setzen wir hier wieder den Marker. Speichern ab. Starten die Tour. So, dann steigen wir hier direkt aus. Denn wir müssen hier ein Stück zurück und hier zwischen diesen Betonteilen durchlaufen. So, jetzt gucken wir mal. Da gibt es wahrscheinlich nur diesen einen Weg. Man muss bis ans Ende laufen, hat es geheißen. Schauen wir mal. Ob wir hier was Schönes finden. Ja, wo ist er denn? Ah, okay. Collectible Nummer 4. Mal gucken, was das für ein Erfolg hier ist. Wahrscheinlich 3 oder 5. Nummer 3. Alles klar. Auf zum nächsten. So, das fünfte und letzte Collectible finden wir nähe Westfield. Und zwar müssen wir unseren Bus ungefähr so hier platzieren, um dann hier über ein Feld zu laufen. Dazu packen wir hier mal die erste Haltestelle hin. Lalalala, speichern ab. Und fahren diese. Zumindest ein kleines Stückchen. So, hier halten wir mal an und steigen aus und laufen hier über das Feld. Irgendwo dort oben soll das letzte Collectible sein. Schauen wir mal, ob es ist.
bisschen umsehen hier. Oh yes. Da seht ihr schon das 18er Icon. Und dann haben wir auch Nummer 5, wenn ich richtig gezählt habe. So, ist meine Nummer 5 auch die Nummer 5 hier vom Erfolg her? Jawohl, Collectible Nummer 5. Also, jetzt haben wir die 5 Collectibles. Jetzt gibt es noch einen Erfolg bzw. eine Trophy für ein Hochzeitspaar, das man finden kann. Und das suchen wir jetzt. So, den letzten Erfolg, den wir uns jetzt angucken, der nennt sich Glücklich verheiratet. Und diesen findet ihr hier an einer Kirche. Und um da hinzukommen, bauen wir hier wieder eine kleine Strecke, damit wir Steineckkirche direkt aussteigen können. Schwuppdiwupp. So, dann gehen wir da rein. Steineckkirche, da vorne kommt sie. Die Haltestelle. Ach, da ist ja schon. Okay. Ja, der Weg fängt hier vorne an. So. Wir steigen hier aus. Und laufen diesen Weg hier nach oben. Wie gesagt, Haltestelle Steineckkirche. Müsste raus. Und hier oben ist auch schon die Kirche. Und da laufen wir jetzt hin. Da sollte dann ein Brautpaar stehen. Und wenn wir das finden, sollte der Erfolg bzw. die Trophy freigeschalten sein. Oh, kommen wir gleich mal über die Wiese. Da hören wir schon das Glockenspiel. Da steht auch schon jemand. Sehr verdächtig. Gucken wir mal hin. Hallo. Okay. Hallo? Okay. Der scheint verbuggt zu sein. Ich habe ihn definitiv noch nicht. Laufen wir mal außen rum. Vielleicht hat sich hier noch irgendwas versteckt. Aber hier bekommt ihr auf jeden Fall Trophy bzw. Erfolg. Glücklich verheiratet, wenn ihr hier hinlauft. Ich jetzt gerade nicht, warum auch immer. Es scheint doch noch den ein oder anderen Bug zu geben in dem Spiel. Und das war's auch schon mit meinem kleinen Video hier zu den Collectibles. Ich hoffe, ich konnte eine kleine Hilfestellung dafür geben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Falls noch nicht geschehen, auch gerne ein Abo. Kommentare, Feedback, immer her damit. Ich schaue mir das alles an. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bin raus und sage ciao.